So, und herzlich willkommen zurück zu Shantae and the Pirate's Curse. Ja, ich habe aber, ich muss ja jetzt hier weitermachen. Bei Shantae. Jo. Wir haben hier gespeichert, wir haben den Typen da besprochen. Haben wir den Fluch gebrochen? Da muss ich gerade nochmal nachgucken, ob wir den Fluch hier... Ah, nee, stimmt, wir müssen mit den Mädels quatschen. Wir haben ja jetzt den Schinken... Ah, okay, ich verstehe das. Jetzt verstehe ich, was los ist. Ist jetzt schon einen halben Tag her, seit der letzten Aufgabe. Nee, falsch. Die zwei sind ewig. Das war okay, das zuerst. Nee, das zuletzt. Die bleiben ja Gott sei Dank ein bisschen stehen. Genau. So, dann müssen wir jetzt hier hin. Aua, ja. Ach, Mist. Och, ich hasse diese Frösche. Genau, ich darf hier ja nicht runterfallen. Das war ja genau das Problem. Elender Lümmel. So, wir können jetzt hier nicht viel machen. So, der ist weg. So, macht aber nichts. So, in wesentlich besserer Verfassung als beim letzten Mal. Und, jo. Hier runter. Und. Aua. Sagte er und krack. Hat erstmal fett auf die Schnauze gekriegt. Übel, übel. Ja, kriegen wir schon hin. So, ich muss einfach nur ein bisschen aufpassen. So, vielleicht sollte ich mal ein bisschen was essen. Ich esse mal so einen Fleischlutscher. Yum, 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 yum. Ja gut, das hat jetzt nicht so viel gebracht. Aber immerhin. Ja, ein halbes Herz, das war schon mal okay. So, ich muss jetzt hier wieder hoch. Kam ich nicht von hier? Nee. Hummer! Oh, lecker Hummerschwanz. So, genau. Ich habe, wie gesagt, im Let's Play habe ich das ja schon mal reingehauen. Hm, Tinkerbell, Mist. So, die Shantae ist sichtlich angeschlagen. Kriegen wir aber hin. So, dunkle Magie halten. Oh, super, wunderbar. Ich habe das Layout mal ein bisschen verändert, weil ich spreche auch mit den Leuten, mit denen ich zu tun habe immer. Das ist ein Gigalumox. Wow, das ist gewaltig. Hm, was steht auf dem Schild? Vorsicht, Gigalumox. Reagiert auf Reisende, die nach Schinken riechen. Stinkt es voll. Ja, auf geht's. Shantae setzt den Schinkengestank frei. Hm. So, der kriegt jetzt Hunger, der Große. Hoffentlich greift er uns nicht an. Mmm, Sabber. Puh. Die geht. So, hier gibt's. Hey Mädel, du hast das Wasser angestellt. Alle ins Wasser. Du sagst es, Freundin. Na super. Na, oh, super, wunderbar. Ja. Ich weiß auch, was für ein Thumbnail ich benutze. Super, juhu. Was ist das? Das ist zu viel Sonne für meinen Porzellantand. Für den Porzellantand meiner zarten Babyhaut. Für meine auch. Das will nicht mit reflektiert. Vorsicht, dass wir nicht die Strahlen kreuzen. Okay. Oh, zwei Bikini-Mädels. Wenn das wenigstens Wasser wäre, wäre das schön. Aber na gut. So, die sind jetzt hier. Du hast es geschafft. Der Pool ist wieder voll und es riecht nach Badesalz. Das Wasser ist wirklich sehr warm und irgendwie zähflüssig. Das ist Sabber. Naja gut, von mir aus. Können wir nochmal? Nee, können wir nicht. Okay. Ja, wie gesagt, mit dem Mädels würde ich auch gerne in den Pool gehen.
Vor allem natürlich eher, wenn dann eher den Schinken im Blick haben. Bitte das Gerät nicht ausschalten. Super. Ich mache mal kurz ein Aufnahmepäuschen und gucke mir mal die Aufnahme überhaupt an. Vielleicht habe ich sie auch zu laut oder zu leise, aber sollte eigentlich gehen. So, jetzt geht's aber weiter. Ja, mein Problem war halt, ich hatte eben ein bisschen zu viel. Ja, das Ding war halt einfach zu laut. So, ich muss jetzt zurück zu diesem Typen, weil wir haben jetzt den Versteinerungszauber bekommen. Und dann wollen wir mal gucken, ob der seine Geliebte befreien kann. Was ich allerdings nicht glaube. Oh, du Elende. Könnte ja wenigstens mein Herzchen verlieren. Aber das machen die auch nicht. Die sind ja... Oh, ein Herzchen. Ja, super. So, dann muss ich doch was essen. Ich könnte eigentlich den Hummerschwanz. Ein 5-Sterne-Menü. Das massig Energie. Nee, das mache ich erstmal nicht. So, Fleischlutscher gibt ein halbes Herzchen. Das sind 2/3. Du hast etwas gefunden? Du gibst Versteinerungszauber. Ja? Keuch, kann es sein? Du hast ihn gefunden. Der Spruch, der meine Geliebte in Stein verwandelt hat. Noch. Endlich kann ich seine Wirkung umkehren. Still, meine Geliebte, während ich die heiligen Worte spreche. Versteinere! Ja, super. Ups. Ja, das war nicht so toll. Gut, die waren zu schwer, aber irgendwie haben wir es doch geschafft, wo wir hin müssen. In dem Fluss aus Sabba. Bäh. Ups. Das kannst du laut sagen, Schätzchen. Ach, Mist. So, Spucklabyrinth. Ja, Spucklabyrinth. Oh, super Herzchen. Oh, bin ich echt froh, dass ich den Hummerschwanz noch nicht gegessen habe. Super, Kohle und ein Herzchen ist immer gut. Wir könnten hier theoretisch unendlich Kohle farmen, aber das will ich euch ersparen. Aua, ihr elenden Lümmel. Die kommen hier wirklich unendlich raus, ne? Wir könnten natürlich jetzt hier die Herzen nämlich noch mit. Und jetzt einfach fort damit. So, ja, das Herzen haben wir schon. So, hier ist wieder der Opa. Bei diesen Vasen gibt es Herzchen. Deswegen spare ich die mir auf, im Fall, dass ich mal sterben sollte oder so. Und jo, Speichern abgeschlossen. Weiter geht's. Muss mal gucken, wo mein Handy ist. Nicht, dass es drittet macht. Nö, alles super. Gut, Akku auch voll. Gut. Ich komme hier nicht unendlich Schlangen. Aber wieder so ein Herztintenfisch. Ich dachte immer, die haben einen besonderen Namen, aber haben sie eigentlich nicht. Total easy, was das angeht. Hier geht's nicht weiter. Nee, ne? Okay. So, rutsch mit dem Arsch die Treppe runter. Lass mich raten. Ah, eine Karte. Du hast die Karte des Spucklabyrinths erhalten. Super. Wir wissen jetzt ungefähr... Oh yeah. Ah, ich finde die Kleine echt goldig. Ja, jetzt wissen wir ungefähr, was wir alles so absuchen müssen. Die Karte ist nicht unwichtig. Und Kohle natürlich. Wir könnten uns auch eigentlich nochmal wieder was für unsere Haare holen. Und vor allem, wie viel Tintenfischherzen haben wir denn? 4 Stück. Das bedeutet, wir könnten auch einen... neuen Dingsbums bekommen. Das ist super. Boah. Fledermäuschen! Fledermaus auf Doom! So, sobald wir in dem Käfig sind, können wir hier hin und her reisen. Durch die Wand. Das klappt ohne halt nicht. Super. Nein! Boah, du elender Ratte. Ah, Mist. Aber das kriege ich hin. Die hat jetzt gut gefressen. Super. Achso, ja, das brauchen wir. Wir haben einen Schlüssel bekommen. Solange ich
solange wir die Chanté mit Essen versorgen können und noch einen Autotrank haben, werde ich ein bisschen auf. Ja, werde ich ein bisschen risky misky an die Bosse rangehen, dass wir die einfach schneller fertig haben und nicht mit Stratego Mego. Und das können wir uns für irgendwie, wenn wir mal Bock haben, das nochmal in einem Stream oder so machen, das können wir uns da echt mal die Zeit nehmen. Aber ich finde das schick. Okay, da komme ich so nicht ran. Hier auch nicht. Das bedeutet, hier gibt es irgendwo. Ja, ich hab's gewusst. Herztintenfisch, super. Oh, die Zero Energy Drinks. Die gehen mittlerweile richtig. Die schmecken mittlerweile richtig gut. Also die, die jetzt kein. Ich will jetzt erstmal hier rein. Bevor ich oben nach links weitergehe. Die gehen mittlerweile richtig. Schmecken teilweise richtig gut hier. Keine Ahnung, was das bringt. Aua. Ah, ich verstehe. Okay. Pickenball, super. Lass mich raten, wir kriegen hier bestimmt gleich die Waffe, weil um zurückzukommen, brauchen wir etwas, was schießt. Das ist gemein. So, kommen wir hier durch? Nein. Kann ich auf den drauf springen? Ja. Da kommen wir da unten kommen wir aber zurück. Okay. Da war nichts drin. Schade. Ein paar bisschen Kohle wäre nett gewesen. Genau. Jetzt kriegen wir die Riskys Pistole. Und damit können wir natürlich jetzt ganz viele Sachen öffnen. Schussknopf. Ja, dann auf. Oh, ich dachte, das wäre jetzt. Genau, wir können jetzt hier rumballern. Nicht, dass es die Chanté nötig hätte, aber. Können wir natürlich auch aufrüsten. Das bedeutet, wir brauchen ganz viel von dem Zeug. Yo. Wir brauchen ganz viel Kohle. Aber das kann ich ja locker auch mal hier im Let's Play machen. Da kann man sich ruhig mal die Zeit nehmen. Jo, ansonsten weiter. Ja, erstmal das Labyrinth hier machen, dann werde ich hier alles in Ruhe nochmal abgrasen, so gut ich natürlich kann, ja. So, Nein! Ach. Ja, das passiert natürlich, wenn man failt. Zum Glück haben wir unendlich Kugeln. Und Kohle! Kohle, Kohle, Kohle! Money, money, money! So, können wir hier durch? Ja, aber ich will natürlich den gefährlichen Weg gehen. Weil es hier noch Kohle gibt. Ja, hat doch geklappt, siehste. So, was machen wir, um hier rauszukommen? Dann müssen wir das. Oh je. Ein bisschen Time. Das geht aber auch so. Oh nein! Das wollte ich eigentlich. Sorry, Chanté Schatz. Das wollte ich eigentlich nicht. Ja, komm, das wird schon passen. Ich versuche hier mitzunehmen, was geht. Wie gesagt, 100% Let's Play. Ich kann es probieren. Aber ich glaube, das schaffe ich so an sich nicht, weil es manchmal Sachen gibt, wo ich einfach nicht weiß. Nein! Wo ich einfach. Kann ich eigentlich? Nee, kann ich nicht. Ich dachte, ich könnte duckend nochmal ein bisschen rumschießen. Aber wenigstens haben wir ein Herzchen gekriegt. Okay. Jetzt müssen wir hier oben lang. Jetzt warten wir, bis die Krabbe hier weg ist, dass wir sicher landen können. Super.